Hallo Leute und herzlich willkommen zu Horror House. Scheinbar gibt es nur die Demo-Version. Es ist verdammt laut, ich weiß. Tut mir leid. Loading Demo Mode. The Spirits, Bright Lamp, Survive 5 Minutes. Ah, okay. Sympathisch, man wird hier einfach reingeschmissen. Einem wird nichts erklärt. Wow, wow, wow. Was geht denn hier ab, Alter? Guck mal gar nicht auf mein Leben, klar. Hä, was wird das? Ich bin einfach so um die Ecke geflogen. Okay, survive 5 minutes. Dann haben wir es geschafft. Wollen wir irgendwie sonst noch irgendwas machen, oder? Hier auf dämlichem Zeug rumrennen. Wir sind nicht mehr hinter uns, was das auch immer war. Was ist denn hier los? Wow! Es kam einfach durch die Wand geflogen. Alter, es ist laut! Was? Ich kämpfe uns jetzt hier einfach in die Ecke. Dann kann es uns nichts tun. Können wir. Oh, zeig. Oh, hello there! Hab mich rausgetippt. What the fuck? Das ist das schlechteste Horror-Game, was es gibt. Es kommt einfach ein Bill auf dich zugeflogen und du stirbst. Einzige, was du in diesem Spiel machen musst, ist herumlaufen. Und wow, shit! Und gucken, dass es dich nicht bekommt. Und es kommt einfach durch die Wände geflogen. Alter, ist das laut. Was willst du denn machen? Ich warte jetzt einfach hier. Wetten, das kommt gleich raus in der Ecke. Oder von sonst irgendwo. Das gibt's doch nicht. Ja, seht ihr, hä? Von wo kam das Ding? Einfach von nirgendwo. Ja, Leute. Ich glaube, wir verstehen uns, wenn wir dieses Video so. Vor allem hart, hä, wie willst du denn hart überstehen? Oh, das war mein Kopfhörer. Wie willst du denn hart überstehen? Das ist ja unmöglich. Naja. Okay, Leute, ich glaube, wir können uns einigen, dass es keinen Sinn mehr macht, hier weiter zu spielen. Ja, ist halt eine etwas kürzere Folge. Frag mich nicht, wieso. Auf jeden Fall war es das mit der Demo von Horror House. How long can you last? Das Ding ist, das Spiel wäre ja nicht mal so schlecht, wenn das halt so gemacht wäre, wisst ihr, dass man, dass das Monster wirklich da ist und man kann sich auch so ein bisschen verstecken, wisst ihr, was ich meine? Das Spielprinzip wäre nicht so schlecht, aber die Umsetzung ist jetzt, sag ich mal, nicht so am Start. Aber naja, wie dem auch sei, das war's mit Horror House. Etwas kürzer mal, aber etwas witziger mal. Auf jeden Fall war's es mit dieser Folge Indie Horror. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr, Alter, wie ihr das Spiel fandet. Und was ihr vielleicht noch so für kleine Spiele kennt, die man mal zocken könnte oder so. Genau, das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Thank you.